Ja, hallo zu diesem neuen Video. Ganz andere Location jetzt hier gerade, wie ihr sehen könnt, denn nach längerer Reise mit dem Zug bin ich angekommen hier in Köln, ist es ja nicht ganz, in Willich. In der Nähe von Düsseldorf. Köln ist ganz dünnes Eis hier in der Gegend. In Willich, gut angekommen auf jeden Fall, bei den Jungs von der Smart Fabrik. Und vielleicht wollt ihr euch nochmal ganz kurz eben vorstellen, wer ihr seid und ja, was so eure Aufgaben sind. Mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Ja, also wir sind die Firma Smart Fabrik, ein junges Startup hier aus der Nähe von Düsseldorf. Wir haben uns sozusagen zum Fokus gelegt, das ganze Thema Smart Home regional, aber auch deutschlandweit so ein bisschen nach vorne zu bringen. Gegründet von uns beiden, Sebastian Gemlich und Sebastian Pickling, er als Ingenieur und ich als Kaufmann, wo ist bei uns auch die Aufgabenteilung. Ich denke mal, den Sebastian kennt ihr alle von Technikkram, viel über Homematic geschrieben und das war sozusagen die initiale Idee, sich mit dem Thema Smart Home ein bisschen tiefer zu beschäftigen und neben dem reinen Bloggen das Ganze auch im Feld mit Installation, Beratung etc. anzubieten. Das war sozusagen die Gründungsidee von dem Ganzen. Aber ihr macht sozusagen das Denken dahinter sozusagen. Also ihr seid nicht persönlich auf der Baustelle und schlitzt halt die Löcher oder wie auch immer, also um das Kabel zu verlegen, sondern macht halt eher so die Denkarbeit dahinter, um dann halt mit Elektroinstallateuren vor Ort dann zusammenzuarbeiten. Also wir machen genau grundsätzlich die Planung, das heißt, wir bereiten alles vor, gucken, dass wir ein Konzept entwickeln, was dann auch auf der Baustelle umgesetzt wird, haben dann unsere Partnerelektriker, die dann auf der Baustelle sind, mit denen wir in der Absprache das Ganze dann umsetzen. Und dann machen wir nachher die Programmierung, ja, auch die komplette Fertigstellung und die Implementierung von dem ganzen Smart Home. Also das Ganze fängt ja eigentlich ganz vorne an bei einer Beratung. Ne? Was brauche ich, was muss ich berücksichtigen, ne? Welcher Hersteller ist jetzt der richtige, wobei wir natürlich viel mit Homematic machen, aber es kann ja durchaus auch ein anderer Hersteller sein. Dann geht es in die Materialauszählung, dann müssen Planungsunterlagen erstellt werden, vor allem wenn Wired ein Kabelsystem verlegt wird. Dann geht es nachher in die Verlegung und dann geht es natürlich nachher in die Programmierung und in die Einrichtung. Und unser Ansatz ist schon, das gesamte Spektrum abzudecken und auch die Installation mal mindestens über Partnernetzwerke abzudecken. Und unsere Kunden sollen frei entscheiden, welche dieser Bausteine die bei uns buchen. Es gibt Kunden, die nehmen wirklich das gesamte Rundum-Sorglos-Paket. Und es gibt Kunden, die sagen, pass auf, ich kann selber programmieren, ich brauche wirklich nur so ein bisschen Planungsunterlagen für meinen Elektriker und ein bisschen Hardware. Das würde ich gerne über euch beziehen und den Rest mache ich alleine. Also der Kunde bestimmt, wo wir ihn alleine lassen und welche Meile er alleine geht und welche er mit uns geht. Das ist so der Ansatz von Smart Fabrik. Cool, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und wir sind jetzt ja gerade ein bisschen in Zeitdruck. Ja. Darum würde ich mal sagen, wir starten nach dem Intro schon mal mit einem sehr geilen Projekt von euch, nämlich einem Schloss. Ja. Und los geht's nach dem Intro. Hier im Schloss. Es halt auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, weil die Decke hier halt auch 5 Meter hoch ist, gefühlt. Kommt, ja, glaube ich, sogar hin. Locker. Ja. Und jetzt würde ich euch mal ganz kurz bitten, erzählt doch mal ein bisschen irgendwie zu diesem Objekt. Also das ist halt ein Schloss mit 1200 Quadratmetern. Genau. Das habe ich noch so richtig im Kopf. Ja. Und wir hatten ja ganz kurz nochmal draußen schon drüber gesprochen. Das Besondere an dem Objekt ist ja zum einen die Siedleranlage, die eingebaut ist. Die gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Genau. Aber ja auch Homematic. Aber als aufgrund Funk des Objektes haben wir es ein bisschen anders hier vorgefunden, ja, sondern als Funk. Ja. Genau. Ja, das Problem war hier so ein bisschen, da das halt ein super altes Objekt ist, sind hier so Kabelzugarbeiten eher schwierig gewesen. Das, ja, heißt, man hat auf eine bestehende Verdrahtung zurückgegriffen, hat die natürlich auf den Stand der Technik gebracht, aber jetzt so riesen Busleitungen und sowas zu ziehen, kam einfach nicht in Frage. Und vor allem, was hier noch super erschwerend dazu kommt, wir haben überall Wandheizung. Und, ja, also hier sind überall Wandheizungen an den Wänden, also jeder Raum hier unten im Erdgeschoss ist mit der Wandheizung versehen. Okay. Und wenn du da halt ein Loch rein hast, dann hast du halt ein Problem, ne? Und deswegen kannst du auch keine neuen Kabel ziehen. Also von daher ist das da auch an der Stelle weggefallen. Ja, und dann war halt so die Überlegung, was machen wir? Wir hatten am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil wir halt einfach eine riesen Fläche haben und Funkausbreitung. Ich meine, kennst ja ein bisschen die Probleme, ob das so klappt. Dann sind wir halt mal ein bisschen hier durchgegangen mit dem RF-Scanner von Homematic, haben das Teil mal geguckt, Signale kamen sauber an. Scheint ist die oder die Bausubstanz nicht so viel Stahl verbaut oder sonstige Materialien, die das abhalten. Also von daher, ja, Funk. Also haben wir gesagt, setzen wir Funk an. Das ist also Homematic? Entschuldigung, ja, ist das Homematic oder Homematic IP? Homematic IP. Also das sind alles Homematic IP-Geräte. Ich glaube, wir haben ganz vereinzelt normale Homematic-Geräte, aber vielleicht nur zwei, drei. Also hier sind in Summe, glaube ich, 100, 180 Funkkomponenten verbaut.
Dimmaktoren, Unterputz, Schaltaktoren, alles was man so an einer normalen Heizungssteuerung mit den Unterputzaktoren. Der geht fast gar nicht. Also das in Kombination mit der CCU3 aber. Ja, okay. Ja. Also ich weiß noch genau, wie die Anfrage kam. Rief der Kunde an und sagt, er hätte eine Immobilie erworben und er wird mir jetzt gleich noch die Pläne schicken. Und dann habe ich die E-Mail aufgemacht und habe meinen Augen nicht getraut. Und rief zurück und habe gesagt, das ist aber jetzt nicht dein Haus, das ist irgendwie so ein denkmalgeschütztes Schloss irgendwie vor deinem Haus. Oder sagte, nee, ich habe genau dieses Schloss habe ich gekauft. Und das war natürlich für uns dann auch von der technischen Seite her unheimlich schwierig, erstmal zu eruieren, was kann man denn da einsetzen? Kann man da überhaupt eine Lösung für? Ja. Und wir sind umso glücklicher zu sehen, dass wir selbst in so einem Objekt, was by the way über 100 Jahre alt ist, dass wir das geschafft haben, so ein Objekt komplett zu automatisieren, ohne dabei groß die Wände aufzumachen oder sonstiges. Und das zeigt auch wieder, das Kundenspektrum, was, sage ich jetzt mal, sich für dieses Thema interessiert, ist ja sehr vielfältig. Die Anforderungen sind sehr vielfältig. Viele bauen neu, andere restaurieren, andere haben sehr alte Häuser oder welche, die noch nicht ganz so alt sind. Und das hat uns beide auch, sage ich jetzt mal, positiv gestimmt zu sehen. Wir kriegen irgendwie für alles eine Lösung hin. Ne? Und da ist natürlich mit Homematic, dadurch, dass es da Funklösungen, Kabellösungen gibt, ist die Spielwiese auch wirklich groß. Und wie der Kollege eben schon sagte, was uns halt positiv überrascht hat, ist, dass hier die Funkübertragung wirklich auf 50, 60 Meter problemlos durchgelaufen ist. Ja, cool. Also wir haben ein paar Repeater gesetzt, ne? Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ja. Also, und gab es da auch Probleme oder lief das alles rund? Wie es immer so ist. Ne? Also wir hatten ja am Anfang massive Probleme, auch weil den richtigen Standort des CCU zu finden. Wir hatten eben vorhin oben, wo wir langgegangen sind, im Serverraum. Das war ja früher eine Privatbank. So, und hier gab es einen zentralen Ort, wo alle Netzwerkkabel zusammengelaufen ist. Die hat man auch weiterverwendet. Da, wo dieser Serverschrank mit der alten Synology, wo du eben gesehen hast, ne, wo der drin stand, da haben die CCU zuerst stehen, hatten dann mit einer großen Spiralantenne versucht, das Haus abzudecken. Das Wohnzimmer, wo wir jetzt hier sind, war der einzige Raum, hat nicht funktioniert, wir haben kein Signal mehr bekommen. Dann haben wir geguckt, wo können wir die CCU hinstellen, weil du brauchst ja auch eine Netzwerkdose, die gab es dann nicht. Dann haben wir geguckt, ein Powerline, das ist jetzt auch nicht die ideale Lösung. Dann haben wir halt ein bisschen gebraucht, einen idealen Standort zu finden, am besten irgendwo mittig im Haus. Ja, und haben dann geguckt, wo was möglich ist, haben viel rumexperimentiert. Ich glaube, wir haben den Standort hier mittlerweile 3 oder 4 Mal verändert. Wir sind einige Kilometer durch dieses Haus hier gegangen. Also, Muskelkater war vorprogrammiert. Ja. Aber dann halt im Endeffekt dann noch gefunden und den Rest halt mit Repeatern aufgebaut, genau, das halt überall. Ja. Also wir haben es auf jeder Etage, also ganz oben, wo wir eben waren, haben wir einen Repeater, also eine Schaltsteckdose, die als Repeater fungiert. Und ich glaube hier im unteren Bereich der Garderobe, die ich dir eben gezeigt hatte, ne, da ist noch eine. Und damit haben wir eigentlich überhaupt kein Problem, also die komplette Fläche ist abgedeckt. Ja. Und dann aber, damit man auch irgendwie den Überblick behält, hattest du vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, halt blenden wir jetzt auch natürlich nochmal mit ein, die Mediola-Steuerung. Genau. Also wir haben hier die Gewerke Rollo abgedeckt. Also hier sind uralte Holzrollos, die auch, also die wurden komplett restauriert. Die quietschen noch richtig schön, wenn die runterfahren. Und die Motoren müssen auch richtig ackern, weil das ist wirklich Gewicht, was da dran hängt. Das ist ja eine Fensterfront. Das sind ja, weiß ich, 3 Meter Fenster. Ja. Und so ein Rollo, ich habe die mal hier liegen sehen, dass sie die. Die kannst du nicht anheben. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Ne? Also da sind richtig dicke Motoren drin. Also Rollo haben wir implementiert, dann die Heizung. Wir haben hier, wie ich eben schon sagte, die Wasserwandheizung. Mhm. Dann sind noch ein paar Elektroheizungen dazugekommen, also ganz normale Matten, die in den Boden gekommen sind, wo der Boden neu gemacht worden ist. Dann haben wir die komplette Lichtsteuerung. Dann haben wir eine Gartenbewässerungssteuerung für den ganzen Außenbereich. Was haben wir sonst noch? Also das Thema mit der Visualisierung, muss man wirklich sagen, war etwas, wo der Kunde uns aktiv überhaupt drauf gebracht hat. Weil wir waren in der Vergangenheit, waren wir immer so ein bisschen skeptisch, ob eine Visualisierung immer so sinnvoll ist, weil unsere Meinung zur Automatisierung ist ja eigentlich, dass möglichst viel von alleine passiert und dass man nicht auf dem Handy irgendwas machen muss oder auf irgendeinem Tablet, und haben dann eigentlich immer versucht, das zu vermeiden. Und der Kunde hat hier dann aber gesagt, nee, ich fände das schon schön, weil er hat ja auch hier mehrere Stockwerke, wenn ich da irgendwie überall so eine zentrale Steuereinheit hängen habe. Und wir waren total begeistert, als wir das jetzt hier implementiert haben mit Mediola. Und ich glaube, das Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen. Und müssen wirklich sagen, dass das auch absolut seine Daseinsberechtigung hat. Also in der Visualisierung ist nicht nur die Hausbedienung drin, sondern da sind auch die ganzen Kameras hier, um das Gebäude zu überwachen, vom Außenbereich, die kannst du alle einsehen. Ja. Dann haben wir jetzt noch in Planung, er hat noch eine Grünbeck-Wasserentherdungsanlage, die soll mit in die Visualisierung rein. Dann sein Tesla-Ladestand soll mit rein. Dann die Staubsaugerroboter, die hier überall rumflitzen. Ich glaube, dort hat er 10 Stück hier im ganzen Haus. Die sollen noch mit integriert werden. Genau. Also das war wirklich so ein zentraler Mehrwert, der uns in der Visualisierung erst da wirklich bewusst geworden ist, dass du da natürlich eine Möglichkeit hast, eine Schnittstelle zu vielen anderen Gewerken zu schaffen, die jetzt nicht in der nativen App irgendwie integriert sind. Ja, das heißt, sei es die Außenkamera oder wie gesagt bis hin zum Staubsauger, über die Sinnhaftigkeit lässt sich manchmal streiten, aber es ist natürlich schon toll,
eine zentrale Steuereinheit zu haben, wo du alles drüber abwickeln kannst. Ne? Einfach um zu gucken, okay, also erst recht, wenn man irgendwo weggeht, finde ich immer. Ja. Und, oder wenn man ins Bett geht oder so, habe ich alles ausgemacht und so. Also es gibt hier sehr viele und dann bei der halt Größe hier ist natürlich schon... Ja, absolut. Genau. Ja. Also hier rennst du durchs Haus und deswegen war ihm auch ganz wichtig, dass er sieht, wo ein Fenster offen ist und wo zum Beispiel auch noch Licht an ist. Das heißt, wir haben, können wir auch gleich mal noch im Detail zeigen, eine Seite, da hast du von jeder Etage die Übersicht, welche Lichter an sind. Weil, wie gesagt, wir haben hier knapp 180 Geräte verbaut, davon sind die meisten Lichtaktoren. So, das heißt, wir haben hier, glaube ich, 130 Lichtkreise im ganzen Haus. Ne? Da verlierst du den Überblick. Dann hast du in dem Zimmer vielleicht nur eins an. Also man verliert sich hier auch. Also es kann sein, dass man sich den ganzen Tag hier nicht über den Weg läuft und dann kannst du nicht in jeden Raum laufen und gucken, ob noch Licht an ist. Also, Also Hometic Connecting People, ne? So finden wir alle. Man kann mit der Kamera gucken, wo die Kinder unterwegs sind. Ja, krass. Das ist schon beeindruckend. Also echt beeindruckend, einfach von der Größe her und ja, dann halt Hometic Funk ist ja etwas, wo man nicht so direkt dran denkt. Aber wir haben ja nicht nur die Hometic-Seite hier, sondern auch die Siedle-Klingelanlage. Genau. Und was ist da das Besondere? Also ich habe nur mal den Preis gesehen und dachte, viel Geld. Also, aber warum dann halt eine Siedle? Also was ist da das? Ja. Also Siedle ist, glaube ich, das habe ich auch schon bei mir im Blog häufiger schon geschrieben, Siedle ist vom Funktionsumfang ziemlich cool, aber das ist einfach ein Prestigeobjekt, muss man einfach sagen. Okay. Also eine Siedle ist sehr hochwertig, wenn man die in der Hand hat, das ist einfach top verarbeitet. Das ist halt, wenn du so ein Objekt hast, dann, weiß nicht, dann passt eine Siedle einfach. Mhm. Also wir haben hier eine Toreinfahrt, einen großen Tor, wo wir eben schon davor standen, mit dem Kurzschloss, das man aufmachen kann. Dann sind die Entfernungen auch wahnsinnig. Wir haben hier ein Erdkabel liegen von 150 Meter, das ist so roundabout. Dann haben wir die Zentrale und einen Keller, dann haben wir an jeder Tür eine Kamerasprechanlage und wir haben auch auf jedem Tablet haben wir die Siedle-App, von der du aus dann die, das Türgespräch auch entgegennehmen kannst. Ne? Mhm. Also wenn jemand vor der Tür steht, ist egal auf welcher Etage du bist oder auch vom Smartphone aus kannst du halt dann das Tor öffnen, die Türen öffnen. Also jede Tür hier hat ein elektronisches Schloss, das Tor, wie gesagt, kann angesteuert werden. Also der Zugang wird komplett über eine Anlage gesteuert, ne? Über das Smart Gateway. Ja, dann hast du auch von unterwegs Zugriff, kannst Postboten reinlassen. Es läuft halt wirklich sehr stabil. Ne? Also wenn man sich teilweise auch bei großen Gebäuden, wenn man mal irgendwie in einem Krankenhaus oder in einem großen Bürogebäude ist, da ist immer eine Siedleanlage drin und teilweise sind die 20, 30 Jahre alt und die laufen immer noch wie ein Uhrwerk. Ja. Wo Siedle meiner Meinung nach jetzt so aus der kaufmännischen Sicht oder aus der Marketing-Sicht eine Schwäche hat, ist natürlich, was das ganze Thema der Visualisierung, der Optik angeht, wenn du dir die Apps und sowas anguckst. Da ist jede Doorbird einfach meilenweit voraus. Ne? Also so eine Kombination, das gute, gut laufende, funktionierende Uhrwerk von der Siedleranlage kombiniert aber mit den modernen Medien von der Doorbird, das wäre eigentlich so unser Wunschprodukt, sage ich jetzt mal, was wir auf dem Markt aber so noch nicht gefunden haben. Ne? Das heißt, also ich glaube, in so einem Objekt wäre es schwierig, eine Doorbird einzusetzen. Also man könnte es machen, nur ich glaube, das ist einfach zu groß dafür. Zu viele Türen, zu viele... Ach so, was zu komplex ist dann. Ja, weil das ist jetzt hier ein komplettes System. Ne? Das heißt, ich habe hier... 6 Kameras hier, ich weiß es gar nicht, genau 5 Kameras, 6 Codeschlösser, ich habe noch ein Apartment, was für Gäste ist, die einen extra Zugang haben. Das ist hier, dann sind hier noch 2 Mieteinheiten drin, die haben auch einen Zugang zum Tor, die sollen aber nicht auf die Kameras von der Haupttür zugreifen können. So. Also hier ist eine recht komplexe Einrichtung. Da kommst du mit Doorbird oder Ring einfach an seinen Grenzen. Ja. Also von daher ist eine Siedle ganz klar vordefiniert hier und was anderes will. Das war auch ein Kundenwunsch, muss man dazu sagen. Ja. Also der Kunde ist mit zu uns angetreten und sagt, er will eine Siedle haben. So. Okay. Hätte mir an der Stelle aber auch in jedem Fall empfohlen. Ja. Also, grundsätzlich haben wir gemerkt, dass es immer Sinn macht, 3 verschiedene Qualitätsstufen und zu haben. Und wir haben jetzt beispielsweise gerade, was das Thema Klingelanlage angeht, arbeiten wir entweder mit Ring, Doorbird oder Siedle viel zusammen. Mhm. Und das hat jeweils alles seine Daseinsberechtigung. Es gibt immer Kunden, zu denen passt das eine Produkt besser und zu anderen passt das andere besser. Ja. Und ich sag mal, Doorbird, wenn ich sag mal immer, die Ring ist der Golf, die Doorbird ist der Passat und der Porsche ist immer die Siedleanlage. Und wie so häufig im Leben, die meisten Leute wählen halt genau die Mitte. Deswegen haben wir jetzt ganz viele Einfamilienhäuser, haben wir mit Doorbird gemacht. Die Leute sind super happy und zufrieden damit. Ja, aber bei Objekten wie diesen hier oder bei gewerblichen Objekten kommt man da einfach an seine Grenzen. Und was du auch gleich sehen wirst, wenn du den Schaltschrank siehst, der nur für die Siedle ist. Ja, also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Teilungseinheiten nur Siedle sind. Wir haben 3 Trafos, die jeweils 4 TE breit sind. Dann hast du das Smart Gateway 4 TE breit. Also du kannst damit 2 komplette Schränke füllen. Ne? Also es ist der Wahnsinn, was du da an Infrastruktur hast, um so eine Anlage aufzubauen. Okay. Und das ist halt tatsächlich so ein Kritikpunkt, dass das alles irgendwie gewachsen ist historisch bei denen und die für jede Funktionalität ein neues Steuergerät haben. Ja. Das ist halt, sag ich mal, bei Doorbird nicht der Fall. Ne? Und ja, das kommt halt dann so ein bisschen
Ja, oder der Kunde hat sich auch beispielsweise darüber beschwert, der hat hier überall Außenkameras drin hängen von Unify, super gestochen, scharfe Bilder. Ja, also 4K, ne? Ja, also 4K-Aufnahmen. Ja. Und dann macht er seine, dann guckt er auf das App sozusagen von der Siedleranlage und vergleicht diese Bilderqualität und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich so viel Geld dafür ausgegeben und habe hier so ein verpixeltes Bild. Ja. Du, also, hast halt keinen IP-Bus, sondern es ist halt ein In-Home-Bus, Zweidraht. Okay. Da wird halt Ton, Video, alles drüber übertragen. Also die Datenrate ist einfach nicht hoch. Ich meine, meine Argumentation ist, wofür brauche ich ein 4K-Bild von jemandem, der direkt vor der Kamera steht, der zu mir zu Besuch wird. Aber da fällt es natürlich bei der einheitlichen Visualisierung auf, weil du hast auf der einen Seite die tollen Kamerabilder und dann die Siedlebilder daneben. Und das ist natürlich ganz krass, der Qualitätsunterschied an der Stelle. Ne? Und Unify-Kameras hattet ihr ja schon angesprochen. Also die habt ihr jetzt auch zusätzlich nochmal für Alarmanlagen technisch mit dem, diesem Cloud Key Generation 2 Plus, schätze ich mal. Zur Aufnahme, oder was habt ihr eigentlich? Also hier sind G3 und G4s. Ich glaube, hier an der ganzen Häuserfront sind G3 installiert und dann auf dem Hof, weil man hier einfach dann die breite Fläche ein bisschen reinzoomen will, sind die G4s installiert von Unify. Die laufen dann einfach als HTTP-Stream auf die Visualisierung auf, der wird mit Yola verarbeitet. Er hat aber immer noch die Möglichkeit, ich meine, da sehe ich nur dann immer ein JPEG, was ich glaube ich alle 0,5 Sekunden aktualisiert. Ne? Mhm. Über die Unify-App, wie du gerade sagtest, habe ich da natürlich einen Livestream, den ich komplett abgreifen kann. Ne? Dann ist hier noch ein Unify, das ist der Cloud Network Controller, der das ganze Mesh verwaltet. Also wir haben hier in jedem, nicht in jedem Raum, aber so, dass es eine komplette Abdeckung ist. Also du kannst vom Keller bis auf den Speicher WhatsApp-Call halten, ohne dass der unterbricht. Also es ist ein super geniales Mesh-Netz, was hier ist. Ja, das Produkt ist halt auch gut. Ja. Ist auch kein Mesh eigentlich, oder? Nee, stimmt, es ist kein Mesh, es wird... Ihr habt doch diese AC Pro, habt ihr da immer dazu, weil dann ist es auch kein Mesh. Es ist kein Mesh, sondern ist ein Access Point, aber es verwaltet ein Netzwerk. Ja. Aber das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel hier, dieses Kundenprojekt, wo man gesehen hat, dass sich der Umfang und was vorher gewünscht war am Umfang, sich während des Projekts noch ins Unermessliche erweitert. Also es war eigentlich erstmal nur Licht und Rollladen gefragt, ne? Und dieses Thema Sicherheit, das kam dann irgendwann dazu. Ja, und dann kam der Kunde irgendwann mit seinem Tesla an und hat gefragt, ob wir die Ladestation auch noch installieren können. Ja, und daran sieht man einfach, dass es noch einen riesigen Beratungsbedarf auch zu vielen anderen Themen gibt, die natürlich mit Smart Home irgendwo verwandt sind, aber nicht direkt dazugehören. Und da haben wir natürlich direkt drauf reagiert und haben uns natürlich auch in diesen Themen fit gemacht, sodass wir natürlich versuchen, auch unseren Kunden zu diesen naheliegenden Themen auch eine Lösung zu bieten. Also gerade Ladesäulen, ich kenne aktuell keinen Kunden von uns, der baut, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ja, und Solarpufferung, Energie vom Dach, die Sonne. Also das sind alles, Smart Home ist ein Thema, was so gewachsen und explodiert ist. Jede Komponente, die ein Stecker hat, kannst du im Endeffekt implementieren. Ja. Ja. Und für uns ist ein vollumfängliches Smart Home eigentlich nur dann, wenn du nicht 5 Fernbedienungen hast, sondern wenn du alles an zentraler Stelle hast. Da haben wir auch schon häufig darüber diskutiert, was ist Smart Home. Ne? Ja. Also, und wenn es auch wirklich intelligent genutzt wird. Also wir haben jetzt gerade angefangen, uns auch mit gewerblichen Immobilien zu beschäftigen. Da gibt es dann Möglichkeiten, dass du eine Auslastung von einem Meetingraum sozusagen trackst und auswerten kannst. Was bringt dir das, wenn dieser Meetingraum einmal die Woche für eine Stunde genutzt wird? Ja. Das heißt, es müssen die Automatisierung und die Auswertung, die man fährt, die müssen wirklich sinnvoll sein und das Leben komfortabler machen. Oder vielleicht auch Energieeffizienzen heben an der einen oder anderen Stelle. Aber das sind für uns die zwei zentralen Mehrwerte von Automatisierung und Smart Home. Ist wirklich Effizienzgewinnung im Energiebereich und dass man einen maximalen Komfortgewinn an dieser Stelle hat. Ich meine, ein Multiroom-Audiosystem. Macht keinen Sinn, wenn du zwei Zimmerwohnungen hast. Sorry. Ja, natürlich. So, hier ist es aber eigentlich schon fast Pflicht. Ja, wenn du hier sagst, du willst eine vernünftige Audioabdeckung überall haben, dann musst du dir halt Gedanken darüber machen. Ne? Also es muss halt auch, das Smart Home muss auch immer passen. Also hier, deswegen finde ich es immer witzig, weil unser Kunde ist ja sehr technikaffin. Es gibt Spielereien, die wirklich einfach Spielereien sind. Die sind aber auch einfach als Spielereien anerkannt. Das heißt, geil, ich will jetzt wissen, dass meine Grünbeck-Anlage so und so viel Wasser heute durchgejagt hat. Spielerei, braucht kein Mensch, aber es ist einfach cool darzustellen. Ja? Oder Energieverbräuche. Ich meine, du hast ja bei jedem Schaltaktor, siehst du die aktuellen Energieverbräuche. Braucht kein Mensch. Ne? So, hier haben wir es aber alles dargestellt, dass du genau gucken kannst, in welchem Raum habe ich wie viel Energie verbraucht. Also, wir sagen mal, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne? Das heißt, der Kunde muss uns sagen, was er möchte, wo er Spaß dran hat und dann setzen wir das um. Wir kommen natürlich mit unseren Vorschlägen, weil wir haben ja auch unsere eigene Meinung zu der Thematik und haben vordefinierte Pakete, vordefinierte Programmierung, Automatisierung. Das ist, denke ich, immer auch nochmal ein Mehrwert, den wir mitbringen, dass wir auf Basis unserer Erfahrung wirklich feste Programmierszenarien uns überlegt haben, die wir für sinnvoll erachten.
Daten. Na, und dann fragen wir natürlich den Kunden, was ist dir noch wichtig? Und dann gibt es immer den technikaffinen, den total energieeffizienten, der da jede Kilowattstunde auswerten möchte. Ja, und dann gibt es wirklich Leute, die absolute Spielerei wollen mit Multiroom-Anlagen und irgendwelche Beamer, die ansteuerbar sind. Und so hat jeder Kunde immer so seine ganz individuelle Note. Ja, und da versuchen wir uns natürlich immer bestmöglich nachzurichten. Das ist so der Ansatz. Der Klassiker ist zum Beispiel auch Matic eine vernünftige Alarmanlage. Ich meine, eine Alarmanlage sollte vom Konzept her immer gleich sein. Ja, ich habe verschiedene Meldebereiche. Wenn jemand aufs Grundstück kommt, dass zum Beispiel was passiert. Wenn jemand wirklich dann in die Hülle durchbricht, muss was passieren. Ne, was ist, wenn ich drin bin, Hüllschutz aktiv, wenn ich nicht da bin, über Bewegungsmelder. Das sind so Sachen, die müssen wir mit dem Kunden dann nicht im Detail nochmal besprechen, sondern wir sagen dem, pass auf, wir haben ein super Konzept. Das funktioniert bei, weiß nicht, 20 unserer Kunden genauso, wie wir es gemacht haben. Eine Außensirene, Innensirene. Wir haben Bewegungsmelder, die wir so positionieren. Wir haben Fensterkontakte. Da brauchen wir da nicht drüber reden. Das brauchen wir nicht jedes Mal neu diskutieren. Sondern es ist einfach ein Standard, den wir sagen, der hat sich bewährt. Und Oder als wir damals angefangen haben. Ne, wir haben das auch einfach mal gemacht und ausprobiert. Und der Klassiker, dieser Aussperrschutz. Ne, dass wir die Rollos haben, müssen wir am besten Zeit runterfahren. Das ist immer so unser klassisches Beispiel und in der Branche auch mal das klassische Beispiel. Du sitzt dann aber draußen beim Grillfest, Roller fährt runter und hast dich ausgesperrt. Ne? Das waren natürlich dann so Anfängerfehler, die man an der Stelle gemacht hat und wo man einfach in jedem Projekt dazugelernt hat. Ne? Und dann denkt man, man hat eine intelligente Automatisierung oder ein Szenario gefunden und merkt plötzlich im Alltag, nee, das macht aber keinen Sinn. Ja, und das ist wirklich das, wo wir sagen, das ist eigentlich die Sache, wo man am meisten Augenmerk drauf haben muss, dass die Sachen wirklich komplett durchdacht sind. Ja, und dass man nicht nachher denkt, genau, der Lösung iterativ durch Try and Error und sagt dann einfach, hey, man hat 20 Projekte gemacht, wir haben jetzt Typicals, die haben sich bewährt, ja, die kann man anwenden. Wie zum Beispiel ganz Klassiker, alle Lichter aus. Ja, sollte man das Badezimmer mit reinnehmen oder nicht? Man liegt im Bett, sagt alle Lichter aus, die Frau steht noch in der Dusche. Richtig, ne? Oder Gästezimmer, auch so ein Beispiel. Ne? Gute Nachtfunktion, alle Lichter gehen aus. Hatten wir bei einem Kunden programmiert, der sagte, ist super geil, aber jetzt habe ich beim Besuch, den ich letzte Woche habe, vorgeschrieben, wann er quasi Lichter ausmacht. Weil die Kids, die freuen sich ab einem gewissen Alter, sagen, aber Papa, ey, ich will jetzt nicht um 10 Uhr schlafen gehen, was ist los mit dir? Ne? Ja. Aber es ist ja schön, dass ihr dann solche Erfahrungen auch mitnehmen könnt und auch für andere Kunden dann mit einsetzen könnt. Genau. Erst recht halt für Kunden, die halt noch neu sind, beziehungsweise meistens ist ja, die halt selber gerade bauen oder in der Bauphase sind. Genau. Ich glaube, das ist so eure Zielgruppe. Genau. Ja. Und das, denen halt zu sagen, okay, ich nehme dich mit an die Hand und habe halt aus der Erfahrung heraus die und die Infos und die und die Erfahrung sammeln können. Ja. Mit den Problemen brauchst du dich nicht mehr rumärgern. Genau. Und das ist ja schöner eigentlich dann auch. Es sind zwar, wie du eben sagtest, primär Kunden, die bauen oder kernsanieren aktuell, die auf uns zukommen. Das liegt aber meiner Meinung nach daran, dass sich das einfach noch nicht draußen im Markt rumgesprochen hat, dass das Thema Smart Home auch so einfach im Bestand nachzurüsten ist. Ja. Also, wie man hier auch sieht. Hier ist das beste Beispiel, aber der Kunde ist auch eingezogen, hat renoviert und ist deswegen mit diesem Anliegen zu uns gekommen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es viele Leute noch da draußen gibt, die seit Jahren in ihrer Immobilie wohnen, die das gar nicht auf dem Schirm haben, wie trivial das eigentlich ist und wie effizient man das einfach umrüsten kann. Man muss halt vielleicht überlegen, es gibt ja auch zwei Ansätze. Wenn ich neu baue, will ich einen Bus einsetzen, will ich eine Vollverkabelung haben, das kann ich natürlich nicht im Bestand machen. Vollkommen klar. Ja. Kann ich, aber nur mit erheblichen Umbaumaßnahmen. Ja. Wenn ich jetzt sage, bei Homematic, ich baue ein paar Unterputzaktoren ein, also die sind in dieser Bauphase auch ziemlich spät erst dazugekommen, weil der Kunde uns schon, ich sage, mitten in der Bauphase angerufen und sagt, hör mal, komm mal vorbei, ich will ein Smart Home haben. Ich habe mir da einen Busch Jäger angeguckt, hätte gerne hier überall Kabel. Ich dachte, boah, ich weiß nicht, auf der Baustelle, ich habe ihn selbst angerufen, ich so, selbst, hör mal, wir haben hier ein echt ein geiles Objekt, ne? Aber kriegen wir hier keinen Bus mehr ein, kannst vergessen. Das ist unmöglich. Ne? Und vor allem, dann waren hier auch ein Bautrupp, wo ein Großteil der deutschen Sprache nicht mächtig war. Und das ist dann halt schwierig, da dann Planungsunterlagen umzusetzen. Mhm. Das geht einfach nicht. Ne? Also von daher ist dann auch immer gerade, ich meine, wir haben auch viele Fernprojekte, wo das wunderbar funktioniert, dass wir die Leute halt beraten, hey, das und das wollen wir denen sagen, okay, die und die Hardware benötigt ihr, hier habt ihr ein fertiges Paket, könnt ihr bei euch einbauen, das Ding läuft. Genau. Also ich sage, darauf wollte ich noch ganz kurz zu sprechen kommen, es ist ja nicht nur, dass ihr hier in diesem Fall habt ihr das komplette Paket ja gar nicht gemacht, genau, ne? Mit Planung, Umsetzung, Beschaffung der einzelnen Komponenten. Bis hin zur Installation über Partner, das bieten wir auch an. Aber das ist ja nicht alles, was ihr macht, sondern ihr macht auch, man kann auch nur einen kleinen Teil kaufen, sag ich mal. Genau, das ist uns immer ganz wichtig, dass wir quasi von der Beratung bis zur Beschaffung der Hardware, bis zu der Programmierung, bis zur Installation, wir bieten eigentlich alle Schritte ab und der Kunde bekommt von uns den Baustein, den er von uns möchte. Ja, also es gibt die Kunden, die das Rundum-Sorglos-Paket haben möchten, es gibt Kunden, die sagen, bitte berat mich mal nur für 2-3 Stunden, bitte erarbeite mir ein Konzept, gerade wenn es um größere Bauträgerprojekte gibt, die wollen ein komplettes Konzept von uns erarbeitet haben. Ja. Und wir sagen immer, der Kunde bestimmt, welche Meile er nachher alleine geht oder bis zu welcher Meile wir ihn begleiten sollen. Und das ist auch wirklich ganz wichtig,
weil wir uns da maximal nach unseren Kunden richten wollen. Warum sollen wir dem Kunden die gesamte Programmierung abnehmen, wenn er sagt, ich habe da Spaß dran und ich habe da selber jahrelang Erfahrung mitgemacht? Ja. Ne? Also was wir, oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, häufig kommen Kunden zu uns und sagen, hört mal, könnt ihr uns bitte bei der Elektroplanung helfen? Ja, ich kann mich mit Homematic aus, ne? Mit der CCU komme ich selber zurecht, kann das auch programmieren. Ich weiß aber nicht, welche Unterlagen ich meinem Elektriker in die Hand geben muss, damit er mir ein vernünftiges Smart Home Das ist der Klassiker. Aufbaut, ne? Verstehe. Dann stellen wir die Kabelzuglisten, gucken, sind die Kabellängen in Ordnung, welchen Querschnitt müssen wir nehmen und solche Sachen. Schaltschrankplanung, wie viel Platz brauche ich, wie viele TEs brauche ich. Ja. Ich habe erst überhaupt keinen Überblick, da kommen dann auf einmal 20 Module rein. Ja. Wie groß muss der Schaltschrank sein? Ja, Zähler, ne? Dann welche Sicherung, wir machen die Sicherungsplanung. Also das sind so die klassischen Fernprojekte, die wir abwickeln, wo wir einfach dann die komplette Elektroplanung für machen. Die kriegt dann der Elektriker in der Hand. Wir halten uns oder halten Absprache mit dem Elektriker. Wenn er Fragen hat, kann er uns anrufen, der installiert das. Dann machen wir vielleicht nur die erste Inbetriebnahme, dass wir sagen, pass mal auf, wir machen dir die Kanalbeschriftung der ganzen Geräte laut unserer Planung, dass das alles passt. Wir machen eine Erstabnahme von der ganzen Geschichte und die Programmierung ist dann im Endeffekt ja dann einfach noch Lust und Laune, weil viele Kunden haben einfach selber Bock drauf. Das ist ein absoluter Klassiker. Ein Kunde sagt, ich habe wirklich einen super Elektriker, der hat davon aber gar keine Ahnung. Ja. Könnt ihr im Tandem mit ihm zusammen diese Wissenslücke irgendwie schließen und dafür sorgen, dass ich das Produkt nachher am Ende fertig, gut installiert, verbaut habe? Und da kommen wir dann ins Spiel. Ne? Wir machen, wie gesagt, die Planungsunterlagen, wir planen das Ganze und wir bieten auch an, dass wir einen Telefonsupport bieten für den Elektriker per TeamViewer uns dazuschalten. Und das sorgt dafür, dass wir einen normalen Elektriker dazu bringen, dass er auch ein Homematic-Produkt oder auch andere Smart-Home-Produkte entsprechend fertig installiert beim Kunden bekommt. Also haben es auch aber das ist ja auch schön, weil eigentlich, also ich hatte auch mit einem Bekannten mal drüber gesprochen und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass viele Elektriker einfach nur, die kennen ihr Busch-Jäger-System, aber können vielleicht auch gar nicht ein anderes System anbieten. Ja. Einfach aus der Scheu heraus, weil sie es nicht kennen und weil einfach Elektriker auch so viel zu tun haben im Moment, dass sie auch niemanden abstellen können, auch komm hier, mach mal eine Schulung und guck da nochmal oder so. Aber ihr macht ja nicht nur Homematic, sondern ihr habt ja auch noch ein anderes System, was ihr mit anbietet, ist ja nicht nur KNX, glaube ich, habt ihr auch mit im Repertoire oder wie ist es da? Genau. Und auch jetzt Loxone, da haben wir uns auch mit beschäftigt. Der Hintergrund ist einfach, dass wir in unseren Projekten gemerkt haben, dass es doch immer wieder auch Anforderungen gibt, wo Homematic an seine Grenzen kommt oder wo Homematic eigentlich nicht die beste Wahl ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns einfach geöffnet und haben uns auch mit Themen wie KNX und Loxone beschäftigt, sodass wir möglichst breit aufgestellt sind und jedem Kunden das System empfehlen können, was auch bestmöglich zu ihm passt. Ja, also das ist wirklich einer unserer wesentlichen Ansätze, den wir auch die letzten Monate immer wieder fokussiert haben, ist, dass wir den Kunden vorab, bevor letzten Endes das Bauvorhaben losgeht oder die Renovierung losgeht, wir erstmal darüber reden, welches System macht für dich Sinn. Und selbst innerhalb der Systeme, wie bei Homematic, gibt es ja dann auch noch die Grundsatzfrage Funk oder Kabel. Ja. Auch bei Neubauprojekten kann durchaus Funk auch mal eine Variante sein. Und da gehört aber zwingend auch dazu, dass wir neue Anbieter mit ins Repertoire mit aufnehmen, weil wir haben jetzt gerade eine Anfrage gehabt, da geht es halt um eine gewerbliche Immobilie, 6 Stockwerke, 300-400 Quadratmeter. Da kommst du mit Homematic Wired einfach an seine Grenzen. Ne? Und deswegen ist es schon wichtig, dass man auch das alte Flaggschiff KNX mit im Repertoire hat, weil es da durchaus Anforderungen gibt, die da bestmöglich zu passen. Ne? Also immer wenn es sehr hochwertig sein soll, wenn es sehr komplex ist, ne? Wenn ein sehr umfangreiches Projekt ansteht, wenn es ins Gewerbliche reingeht, dann ist immer ganz klar, dass KNX eigentlich die bessere Wahl an der Stelle ist. Homematic ist natürlich vollkommen unschlagbar, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Das heißt, für den normalen Häuslebauer, sage ich jetzt mal, wo das Budget begrenzt ist, wo zwar ein Budget da ist, aber wo jetzt nicht the sky is the limit ist, da ist Homematic unschlagbar, weil die einfach preis-leistungsmäßig unschlagbar sind und für alles eine Lösung haben. Also von Rollladen, Licht, Heizung, Sicherheit, das findet man so im Markt nicht. Ja. Und deswegen ist für den klassischen Häuslebauer, was ja wirklich 70-80% unserer Kunden sind, ist Homematic auch nach wie vor die Empfehlung. Aber wenn man sich mit so einem Thema wie Smart Home beschäftigt, kommen halt immer wieder auch Kunden auf einen zu, wo man sagt, ah, das wäre aber eher ein klassischer KNX-Kunde oder beispielsweise auch ein Loxone-Kunde. Ich meine, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Loxone hat natürlich vom Preis nicht unbedingt seine Daseinsberechtigung, weil die sind mindestens so teuer wie KNX, können aber nicht viel mehr, haben aber sehr, sehr viel Wert auf Optik und Design gelegt. Also die haben auch so tolle Features, die haben eine Platine, die kannst du unter den Tisch machen, da kannst du auf dem Tisch unsichtbar scheinbar Lichter und Rollläden ansteuern und solche Sachen. Die haben das erste smarte Grillthermometer auf den Markt gebracht. Also und das Ganze so natürlich... So ein Thema Spielerei dann. Genau, ich meine, da bin ich natürlich als Kaufmann anfällig für sowas, wenn ich deren Marketingauftritt sehe und vergleiche den jetzt mit anderen Anbietern, also vor allem auch mit KNX, was wirklich sehr eingestaubt ist.
da muss ich sagen, die haben es wirklich verstanden, wie man so ein sexy Thema auch sexy vermarktet. Ja. Ja. Unser Ansatz ist ja halt auch, ich meine, klar, Technikrahmen, wir kommen aus der Hometic-Schiene, deswegen haben wir auch angefangen mit Hometic-Projekten. Uns ist aber ganz wichtig, dass wir herstellerunabhängig sind. Das heißt, wenn jetzt der Kunde, ein gewerblicher Kunde auf uns zukommt und sagt, hey, ich will ein Büro automatisieren, dann ziehen wir nicht sofort den Hometic-Hut und sagen, ja klar, machen wir mit Wired, sondern bewerten halt, welches System am besten passt. So, und gerade bei Größenobjekten, wie gesagt, hier auch, ne, Funk, schwierig, müsste man gucken, ob es passt. Mhm. Hier hat es zum Glück gepasst, aber das wäre ein klassisches Kranix-Projekt gewesen. Ne. Wenn es nicht Einschränkungen in den Wänden mit der Heizung gegeben hätte, ne, sodass Funk jetzt doch die richtige Wahl war, aber erstmal so rein auf dem Papier wäre das klassische Kranix-Projekt gewesen. Ja. Ne? Zumal wir bei Kranix, wir hatten ja gestern Abend noch kurz noch drüber gesprochen, auch mehr Möglichkeiten hat im Sinne von, wir hatten es irgendwie mit einem Kiosk oder so, wo der Kunde halt auch irgendwie was kaufen kann oder ähnliches. Solche Dinge, du hast das erklärt mit Meetingraum, wie der ausgelastet ist und solche Dinge, was man alles mit reinbringen kann. Das ist bei Hometic dann natürlich genau anders. Und man muss natürlich sagen, halt Kranix sicherlich auch mehr auf Industrie und mehr auf gewerbliche Objekte abzielen. Genau, also die Tests, die für den Endkonsumer gelten, die sind halt doppelt so streng bei gewerblichen Sachen. Das heißt, auch die Aktoren, die sind auf Jahrzehnte ausgelegt zu funktionieren, ne? Und das gibt dem Ganzen natürlich eine gewisse Stabilität und Sicherheit, wo wir uns einfach deutlich wohler fühlen, gerade im gewerblichen Bereich, wenn wir das da einsetzen, dass wir wissen, das ist auch in 15 Jahren noch ein stabiler Aufwand. Ja, ein Standard ist im Bau zum Beispiel 5 Jahre Gewährleistung. Ja, so, das heißt, das ist ein Consumer-Elektronik, ne? Ein Jahr Garantie, ein Jahr Gewährleistung, danach ist der Hersteller raus. Mhm. Wenn du jetzt natürlich ein Bauobjekt hast, wo auf alle Gewerke 5 Jahre gegeben werden, dann müssen natürlich wir auch gucken, dass wir uns da auf der Seite sicher sind und dem Kunden was anbieten, was jetzt ein bisschen zukunftssicher ist. Genau, ohne dass wir jetzt Sorge haben, dass Hometic nicht so lange hält. Also wir haben bei unseren Kunden oder bei mir zu Hause privat, habe ich auch schon seit vielen Jahren Hometic verbaut. Das läuft auch wie ein Uhrwerk, gar keine Frage. Aber alleine die Testkriterien sind halt einfach bei Kranix doppelt so streng. Ist Industriestandard. Genau. Und das ist, wenn man gewerblich unterwegs ist, dann fährt man mit so einem Standard halt besser. Ja. Das so, deswegen, wir verstehen uns als System oder als Hersteller unabhängig und empfehlen halt das System, was passt. Wir machen viele Privatkunden, deswegen machen wir viel Hometic, ganz einfach. Jetzt haben wir natürlich auch viele Anfragen, weil wir da natürlich vermehrt darauf hinwollen, auch auf gewerbliche Projekte, und deswegen entwickeln wir Kranix an der Stelle weiter. Und wenn mal ein Privatkunde zu Kranix passt, dann ist das quasi so der Klassiker, jemand, der sagt, mir ist das Budget vollkommen egal. Ja, also ich baue mir das, also vollkommen egal. Ja, aber ich meine, die Kunden gibt es auch, die sagen, wir hatten mal einen Kunden, der hat gesagt, ich will einfach das modernste, automatisierteste Haus hier in der gesamten Umgebung, in der ganzen Stadt haben. Ja, und der war sehr wohlhabend, ne? Du hast an dem Haus gesehen, an der Inneneinrichtung, da wird wirklich viel Wert auf Qualität gelegt und auf Luxus. Mhm. Und der hatte Anforderungen, dass die Poolanlage, die Gegenstromanlage gesteuert wird und sowas. Er hatte auch eine sehr komplexe Vorstellung, was alles automatisiert werden soll. Und da ist es auch in einem Privatsektor mal der Fall gewesen, dass wir wirklich Kranix empfohlen haben. Ne? Okay. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, privat immer Hometic und gewerblich immer Kranix. Sondern es gibt logischerweise auch absolut Kunden im Privatsektor, wo Kranix mehr Sinn macht an der Stelle. Je nachdem, was halt der Kunde fordert. Und richtig, so genau. Muss es ja auch sein. Genau, du gehst an die Anforderungen und anhand der Anforderungen suchst du das System raus. Ja, genau. Damit wir uns einfach grundsätzlich breiter aufstellen, sind wir jetzt auch gerade dabei, Mitarbeiter für die verschiedenen Themen zu finden, weil ich mache ja das rein Kaufmännische, der Sebastian das Technische, und er kann die Themen ja nicht alle alleine abdecken, jetzt auch in Zukunft. Und deswegen sind wir genau jetzt dabei, uns Leute zu suchen, die halt die Themen entsprechend abdecken mit ihrem Schwerpunkt. Also für Kranix, für Loxone, sodass wir da auch wirklich breit aufgestellt sind mit den richtigen Leuten und auch mit der Manpower im Hintergrund, damit wir das Ganze auch abwickeln können und flächendeckend anbieten können. Sehr cool. Das war jetzt erstmal der erste Teil von dem Smart Fabrik Video. Ich hoffe, dir hat es bis hierhin gefallen. Im zweiten Teil, da sprechen wir einfach nochmal darüber, wie überhaupt die Smart Fabrik da entstanden ist, und besuchen dann nochmal ein neueres Projekt, und zwar ein neues Haus, was halt auch gerade noch ein bisschen im Bau sich befindet. Also die Abschlussarbeiten sind dort, wo sie gerade dabei sind. Und hier gibt es halt eine komplette Hometic IP Wired Installation, die wir dann natürlich auch nochmal hier präsentieren in dem Video. Ich hoffe, dir hat es bis hierhin gefallen. Ich wollte daraus einfach zwei Videos machen, weil es einfach sonst viel zu lang wird, das Ganze. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat es gefallen, das Ganze mit einem Daumen hoch. Darüber freue ich mich natürlich wie immer, und wir sehen uns in Teil 2 dann auf jeden Fall nochmal wieder.